Ich würde dir ja gerne helfen. Und ich habe ein größtes Problem am Eingang. Die Kisten müssen weg. Kisten müssen weg. Oh Gott. Na gut, mach ich das mal. So lange her, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, ne? Ja. Hatten wir nicht eine Kiste mit Kuscheltieren irgendwo gehabt? Ja. Wo? Eine Truhe, auf jeden Fall. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass sie irgendwo unten war. Nein! Verdammt! Man bräuchte da ist nichts. Auch nichts. Nein. 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 Hä, wo sind denn die gelandet? Wo die Kuscheltiere sind? Ja. In der ganz großen Küste oben sind viele Kuscheltiere. In der linken müsste es sein. Endlich. So. Nein, nein! Ach so. Die sind. Nicht so, wie ich es erwartet hatte. Egal, ich mach's das mal anders. Das Einräumen kann man ja an anderen mal machen. Ich hab zu viel Kram. Oh, runter. Stimmt, wir haben da unten ja kein Schlafzimmer und so weiter. Fällt mir gerade auf. Da kann man auch mal was bauen. Ich muss den ganzen Kram erstmal irgendwo reinschmeißen. Hä, was ist das? Das und das. Ach Mist. Hier ist alles voll. Dann mache ich das jetzt anders. Wo ist die Kiste? Bin ich nicht schon weggetan? Ich habe sie weggetan, okay.
Klasse ist jetzt nur provisorisch. Ich habe jetzt mal hier die zwei Kisten einfach mal auf die große Fallfläche hier rechts von unserem Turm gebaut, ne? Okay. Nur provisorisch. Nur provisorisch natürlich. So, ich habe jetzt vier Plattformen das wohl dazwischen gebaut. Okay. So. Ich brauche. Welchen Stein nehme ich da? Ich glaube, ich nehme diesen normalen Stein, den wir im Hintergrund haben. Wenn ich wüsste, wie der heißt. Ja, normal, ne? Small Stone Slabs. Haben wir davon noch welche? Small Stone Bricks sind das. Wo haben wir die nochmal gemacht? Das war der Ofen, oder? Oder war das hier oben? Ne, das war hier oben. Die sind das. Wir hätten ja gar nicht bis ganz nach unten gebaut, die. Ah, es ging noch weiter. Nein! Das sind die falsch, ich Idiot. Weißt du, wir haben ja den Fahrstuhl gar nicht bis nach ganz unten gebaut. Ja, da waren wir auch noch dran. Okay, mach ich mal. Sieht eigentlich auch ganz okay aus, oder? Mist. Ja, der Stein ist auch okay. Das heißt, ich muss mir erstmal neue Schienen geräumen. Ja gut. Ich hoffe, also nur als Hinweis, wenn du nach oben kommst, du kannst nicht mehr rechts rum raus. Du kannst jetzt nur noch links von der Bahn rausspringen. Okay. Alter! Es ist einfach nicht klug, von einer Plattform direkt auf die nächste zu springen. Man sollte auf die Zwischenplattform springen. Also nicht auf die Züge. Das kann gut sein. Ja, ist so. Man fliegt sonst durch die Bahn durch irgendwie. Wenn man Pech hat. Ich hatte gar Pech. Was fliegt denn immer wieder runter? Da fliegt es runter? Nein. Da fliegt die ganze Zeit Treppen oder so fliegen da runter. Nein. Doch, kann echt nicht sein. Nein. Jetzt habe ich ja gerade nur eine Plattform aufgenommen, ne? Weil es nicht sein kann. Nein, das kann nicht sein. Das geht echt nicht. So, ich muss mir jetzt neue Schienen holen. Wo haben sie denn? Mario, haben wir auch neue Schienen? Müssen wir neue bauen? Kannst du schon selber machen. Ja, ich befürchte, ja, müssen wir selber machen. Nein! Ach, Mist.
Wo haben wir die nochmal hergestellt? Bei dem Ding, was im Bahnhof steht. Ja, ist da. Du hast dir Silber. Oh ja, da ein bisschen haben wir. Ja, ein bisschen haben wir. Ach, egal, weg mit der Wand. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. So, 50 Durastil und 50. Clemens ist hier? Wusste ich gar nicht. Clemens ist überall. Das typische Essenproblem. Frisst du fette Schwein. Na, muss ich jetzt machen, ich muss irgendwas essen gleich holen. Am besten wäre, wenn du das selber erstellen würdest und nicht die ganze Zeit meine Tiefkühlnahrung. Ja, ich komme einfach absolut überhaupt nicht damit klar. Ich komme auch nicht mal, wenn du das auf meine Tiefkühlnahrung nimmst. Das sind besondere Anlässe, weil das ist eine besondere Nahrung. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Und es wurde die ganze Zeit friss. Klar, einer muss es doch essen. Ja, ich. Nicht du. Was? Da stand mein Name drauf. Das ist wie so als würdest du einen Joghurt da in den Kühlschrank stellen und mit meinem Namen drauf. Was hatte ich für ein Gericht? Alter, ich stelle jetzt einfach mal 1000 Stück her von diesen Schienen. Also habe ich jetzt gerade mal hergestellt. So viel du hast, die verbrauchst du? Waren nur 50 Stück, hallo? Ja, trotzdem. Wir hatten über 300, also beruhig dich. Beruhig dich, Bruder. Will ich das? Nein! Ah! Man kann so. Muss echt aufpassen, man kann leicht dann durchfallen durch diese Schienen. Also das ist gefährlich. Also unsere herkömmliche Art zu reisen ist besser. Dann habe ich den Teil gleich auch fertig und das kann auch weg. Fällt nichts runter? Nein. Nein. So, dann ist das hier gleich auch fertig. Ja. So.
wirklich nur noch eine Seite bearbeiten, dann ist das okay. Fehlt da nur noch eine ordentliche Treppe. Der kleine Busch, der hier vorne ist, den reiße ich auch komplett ab, ne? Nieder mit der Natur. Was? Nur für den Eingangsbereich. Ach ja, die Bahn wollten wir ja auch höher legen, ne? Da war ja was. Ja, ich hab... das ist ja irgendwie besser. Warst du hier so einer von den Umweltschützern, ne? Ja, wir wären irgendwie kacke, wenn wir jeden einzelnen Baum abreißen. Nein. Ja, voll cool. Also wo das kacke sein soll, das verstehe ich jetzt aber echt nicht. Ja, scheiß auf die Natur, aber das wäre umständlich. Ist Ansichtssache. Ja, ich wollte es halt so machen, dass manchmal durch kleine Hügel durchgeht, manchmal über Bäume hinweg, wenn da kleine Täler sind. Mhm. Aber wenn es dann einfach jeden einzelnen Baum wirklich macht, das ist auch ein bisschen scheiße. Ja, ich habe mir die Strecke soweit noch nicht angeguckt, dass ich jeden einzelnen Baum beseitigen würde. Könnte gut sein. Also viele. Es wird Nacht. Ich merke davon nichts. Ich bin schon so lange hier unten. Für mich ist alles dasselbe. Ich werde schon wahnsinnig. Okay. Kämpfe mich gerade durch den Schleim. Madigen Schleim. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Oh, nichts, ne? Alles okay. Ah, oh, ich sehe das ja in der Aufnahme. Werde dich auslachen. So, da sind sie.